Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Webpapier Pro. Heute gucken wir uns mal ganz am Anfang erstmal uns an, wie wir uns eigentlich momentan gemacht haben. Ja, wir sind in der Reifeisenliga. 5-mal zum Einsatz gekommen. Dort haben wir 2 Tore erzielt und eine Vorlage. In der Euroleague hingegen haben wir 3-mal gespielt, 3 Tore gemacht und eine Torvorlage. Insgesamt haben wir 8-mal gespielt bei Zürich, 5 Tore erzielt und 2 Vorlagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wollen wir aber natürlich noch besser machen. Jetzt das Spiel gegen FC Thun. Zu Hause. Mit Dele Agnelo im Sturm wieder. Bengalip war diesmal im zentralen Mittelfeld. Hürzle wieder am Tor. Ajrovic, wie gewohnt, im offensiven Mittelfeld. Rechts Doko. Links Brahimi. Wenn ich das richtig sehe. Und warum Bürk hier auf der Bank ist, weiß ich nicht. Dabei trägt er die Nummer 1, also würde ich mal denken, er ist eigentlich die Nummer 1 im Tor. Und jetzt machen wir hier keine Passspiele. Obwohl ich jetzt natürlich jeden getroffen hätte. Da sind wir Ben Khalifa mit der Nummer 15. Hier nochmal unsere Tabelle. Wir sind momentan Fünfter. Ich glaube Euroleague. Ja. Und ja. Dann soll das Spiel beginnen. FC Thun im Anstoß über Zuffi jetzt direkt. Dann bei Hediger. Der spielt raus auf Widber. Da, der hat das schön freigelaufen. Der hat sich schön freigelaufen. Der Lagnelo kommt nicht an Kopfball. Und ja. Wir sollten nicht so viel laufen, würde ich jetzt mal sagen. Sonst holen wir uns noch eine Verletzung oder sonst was. Ja, und hier, das FC Thun kann einfach kombinieren im 16er von uns und Schmirnzi kann schießen und schießt und knapp am Tor vorbei. Da hinten hat unser Abseits auch gelöst, das heißt, wir können eigentlich ganz einfach nach unten laufen. Ich hoffe, er verlängert stark. So. Ah, da wollte ich den schicken, aber das war dann doch nicht so stark von mir. Ja. Okay. Und jetzt gewinnen wir das Kopfballduell. Und jetzt. Jetzt versuchen wir mal alleine uns durchzusetzen. Und ja. Hätten wir vielleicht doch lieber abgespielt. Und ja. Sagen wir mal, schieß doch mal. Und da schießt der Lagnelo auch. Allerdings halt. Ohne. Größeres. Ereignis. Ich habe nur Abschluss. Und der FC Thun kommt gerade über links. Spielt wieder nach innen zu Zuffi. Kristic. Auf Hediger. Und Kristic wieder mal über Cassio. Aber ich muss jetzt noch sagen, falls ich es noch nicht in irgendeinem Part gesagt habe, ich habe das mit der Raiffeisenliga jetzt verstanden. Da es nur 10 Mannschaften sind, spielt man in der Hinrunde 2-mal gegen jede Mannschaft und in der Rückrunde nochmal 2-mal gegen jede Mannschaft. Was dazu führt, dass man 20 Spiele pro hin Runde und Rückrunde halt macht. Jetzt sind wir im Abseits. Immer noch im Abseits. So, und dann spielen wir mal raus auf Toko, wollte ich jetzt eigentlich spielen. Und ja, doch, spielen wir mal raus auf Toko. Ja, stark. Ah, da kam unser Pass nicht durch, den ich eigentlich auch nicht spielen wollte. Ja, aus Versehen zustande kam, aber okay. Mit einer 5,8 Bewertung ist jetzt nicht wirklich das gelbe, das grüne vom Ei. Nein, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass FC Thun nicht trifft über außen durch Kristic, aber okay. Ben Khalifa, pass auf Ajrovic, jetzt der Lagnelo schickt uns. Wir kommen dran, wir kommen dran, wir können schießen, ich wollte schießen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich links oder rechtsfuß bin in dem Game. Ob ich das eingestellt habe? Ich bin bestimmt rechtsfuß, gehe ich jetzt von aus. Ich sag dann drauf da halt. Damit die auch mal Schmirnzi angreifen. Der Name ist so süß irgendwie. So. Die Scheiße Schmirnzi. Aber das gibt's ja öfter in der Schweiz, dass die Namen alle auf I enden. Was das irgendwie so ein bisschen verniedlicht. Ja, spielt doch mal raus jetzt. Spielt halt weiter hinten rum.
Und da verliert Ben Khalifa den Ball einfach wieder. Und zieht so lange. Es gibt Vorteil momentan für Biegler, der jetzt auch schon wieder vorbei ist. Kristic. Schön raus auf Schmörnzi. Der. Ah, doch, da wird er angegriffen. Und ich laufe die ganze Zeit weiter ins Abseits. Das gibt's ja nicht. Dann schicken wir mal Hajrović. Und ja. Von wo schießt denn bitte der Agnel, oder? Ganz ehrlich, da hätte man noch ein bisschen rumkombinieren müssen. Aber. Okay. Oh, und dann rettet hier auf der Linie der Verteidiger. Wobei der Kopfball nicht mal wirklich gefährlich aussah. Wir wollen jetzt mal einen Fernschuss wagen. Ja, doch, wir sind Linksfuß. Oh. Schön gehalten hier von Torwart. Der schnell unten war. Und dann gewinnen wir nicht das Kopfballduell. Wie hier schon mal. Oh nein, wir haben uns verletzt. Da wird abgepfiffen. Oh, das sah böse aus. Das sah böse aus. Ich glaube. Ah, okay, doch nicht. Das war nicht extra so gemacht. Ich muss ausgewechselt werden. Ja. Ich habe eine schwere Verletzung, muss den Platz verlassen. Der Rest des Spiels wird dann simuliert. Ja, ich bin. Erzwungene Auszeit. Ich falle 3 Monate aus. Ich möchte mitteilen, dass ich die Liga aktualisiert habe, weil du verletzt warst. Ich hoffe, dass du auf dem hohen Level spielen wirst, wenn du wieder richtig fit bist. Ja, das ist super. Durchschnittsbewertung bin ich im Soll. Torvorlagen. Muss ich noch 2 machen. Und die Tore sollte ich jetzt noch ein paar machen. Aber ansonsten. Ja. Bin ich jetzt erstmal 3 Monate verletzt. Ja, ist ja super. Ich darf nicht gegen Basel spielen. Gegen dieses Spiel habe ich mich sogar am meisten gefreut. Ja, das werden wir dann alles in dem Part machen, würde ich jetzt mal sagen. Die ganzen Spiele, die ich nicht mitspielen kann. Simulieren. Ja, da sieht man eine Karriere zugrunde gehen. Wir verlieren 1-2 ohne mich, obwohl der Lagnelo mal trifft. Was steht da? Mit erstem Einsatz für Grasshopper. Ja, ich hasse ihn jetzt schon. Und das Euroleague-Spiel gegen den schwächsten Gegner. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dich heute gegen Akademiker nicht aufzustellen. Ja, es wird jetzt erstmal ein paar längere Zeiten kommen und ich hoffe, dass da jetzt wirklich was geht. Und das gewinnen wir, das ist wichtig. Oh, wenn ich nur diese Saison da bin, möchte ich schon ein bisschen was spielen in der Euroleague. Da gewinnen wir 1-0. Ich bin immer noch nicht aufgestellt. Wir wissen es langsam. Adili. Boah, wir spielen immer mit komplett anderen Stürmern. Und das verlieren wir 2-1 gegen Young Boys Bern. Da du momentan verletzt bist, erwarte ich nichts. Ja. Keine Erwartungen. Nichts, was man falsch machen kann. Tokus aufgestellt. Spiel simulieren. Und wir gewinnen 3-1. Mustafi, der Dagnelo und Hossmann treffen. Jetzt gegen FC Sio. Wir sind wieder nicht aufgestellt, weil wir halt immer noch ziemlich tot sind. Und das verlieren wir 3-1. Und ja, ich möchte jetzt nur kurz gucken. Oh mein Gott, das Spiel gegen Schalke. Momentan sind wir sogar Zweiter mit 4 Punkten vor Celtic, die halt nur Punkte geholt haben gegen Akademiker, denke ich mal. Jetzt spielen wir gegen Schalke, gegen die wir das Hinspiel 0-0 gespielt haben, verlieren 5-0. Affelei 3-mal und Huntelaar 2-mal. Der Lagnelo ist auch verletzt und fällt 5 Monate aus. Okay, jetzt ist Zürich wirklich vom Verletzungspech geplagt. Hier verletzen sich die ganze Zeit nur Spieler. So, meine Karriere. Nee, nicht meine Karriere. Mein Verein. Mannschaftsbericht. So, da wollen wir uns mal kurz. Was ist denn dieses Ausrufezeichen? Ach, auf der Leihliste. Nee.
Oha. Der hat Sprint-Tempo 86. Nicht schlecht. So, jetzt suchen wir uns mal kurz. Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Hier. Okay, wir haben uns momentan noch nicht verschlechtert. Gebrochener Köchel, in 6 Wochen bin ich wieder fit. Ja. Das sind so Karrieren, die mich traurig machen. Mach mich traurig. Ja. Ich kann sein, dass das einer der längsten Parts jetzt wird. Weil wir diese 3 Monate jetzt noch in diesem Part, weil ich kann. Und soll ich dafür bitte einzelne Parts machen? Das Spiel hat nach nicht mal einer Halbzeit für mich schon geendet. Können wir das auch damit schmücken? Ja, Ragazzoni. Adili. Und 2-2. Wo stehen wir momentan? Aha, ohne mich sind sie nicht mehr auf dem Euroleague-Platz. Quali-Platz, das ist ziemlich traurig. Und Basel hält sich auf Platz 1. Und ich glaube, jetzt ist... Ne, Rückrunde. Ich wollte hin sagen, jetzt ist, glaube ich, die Hinrunde vorbei. Ne, aber da fehlen noch 2 Spiele. Basel. Basel wird wahrscheinlich gewinnen. Ja, 3-0. Pavlovic gelb-rot gesperrt im nächsten Spiel. Kurze Benachrichtigung, um die Mannschaft wissen zu lassen, dass Michael Lang gesperrt wurde. Er hat eine Spielsperre bekommen. Und ja, noch jemand eine Einspieler gespielt, der Pavlovic. Und ja, jetzt das Pokalspiel gegen Young Boys Bern. Gewinnt die Young Boys Bern mit 4-1. Pavlovic ist zurück, genau wie Lang. Und jetzt ein Spiel, was ziemlich wichtig ist. Da, weil, wenn Celtic gewinnt, wir wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen würden. Und das gewinnt dann auch Celtic 2-1. Oh, ich bin wieder fit. Ich darf wieder spielen. Habe ich jetzt auch schon wieder spielen, oder? Nee, ich wurde nicht aufgestellt. Und das gewinnen wir 2-0 gegen den FC Thun. Verletzungsbericht. Mustafi ist noch 7 Tage verletzt. Oha, wir haben ziemlich viele Punkte abstehen. Liegen wir hin, hängen wir zurück. Um dann nochmal anzugreifen. Wir sind immer noch nicht aufgestellt. Nicht, dass unsere Karriere jetzt vorbei ist hier beim den Grasshoppern. 1-1 gegen Young Boys Bern. Das ist das Ergebnis. Und gegen Akademiker habe ich mich jetzt wieder reingekämpft. Du bist jetzt wieder einsatzbereit. Ich werde das Programm schicken und aktualisieren. Fahrstelle ist einfach unschlagbar. Grasshopper Trainer. Grasshopper-Spieler Farnstedt konnte sich heute nach einigen echten Glanzleistungen über ein großes Lob seines Trainers freuen. Ich habe ihm klar gemacht, was ich von ihm erwarte, und er hat mich in keinem Punkt enttäuscht. In den letzten Partien war er der Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie gut er sich gemacht hat, sagt der geradezu euphorische Grasshopper-Trainer, obwohl ich gar nicht gespielt habe. Und ich spiele jetzt gegen Akademiker, welches Spiel wir gewinnen müssen, um halt vor Celtic zu rutschen, wenn sie dann nicht gewinnen. Und ja, ja, dann verabschiede ich mich, dann war es auch schon für diesen Part. Wobei, ich will kurz gucken, wann ich denn wann ich denn irgendwann mal zurück zu Köln komme. Denn hier ist jetzt, oh, die Hinrunde ist jetzt vorbei nach dem Spiel. Ach, nur 10 Parts. Ich glaube, das waren 10 Parts. Ist die Hinrunde vorbei, obwohl es 20 Spiele sind. Und dann gibt es noch eine Rückrunde und vielleicht werden wir dann mal in den deutschen Kader, Nationalmannschaftskader, berufen, um vielleicht ein paar Spiele zu spielen. Aber okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA Beer Pro und tschüss.